Wähle eine Rune und schau, was sie über deine Zukunft verrät. Profitiere von der Weisheit der Runen. Sie waren lange Zeit das Alphabet des Nordens, haben den Wikingern, Angelsachsen und Germanen als schriftliches Kommunikationsmittel gedient und ganz nebenbei die Zukunft der Menschen vorausgesagt. Runen sind wesentlich mehr als bloße Schriftzeichen. Jede einzelne von ihnen steht nicht nur für einen Buchstaben, sondern auch für bevorstehende Entwicklungen und Naturphänomene. Geschulte Runenmeister und Schamanen bringen außerdem jedes Zeichen mit einem Planeten oder einem Tierkreiszeichen in Verbindung, männlicher oder weiblicher Polarität und einer Farbe, die erstaunliche Parallelen zu unseren Chakra- oder Aurafarben aufweist. Bist du bereit für einen Blick in die Zukunft? Das Wort Rune bedeutet wörtlich übersetzt nämlich Geheimnis. Wenn du jenes deiner Zukunft lüften möchtest, schau dir die Bilder der ausgewählten 6 Runen an. Für welches von ihnen würdest du dich spontan entscheiden? Die Auflösung gibt es jetzt. Nummer 1. Ingus, die Saat. Wenn dich dieses Runenzeichen spontan angesprochen hat, darfst du dir Segen in allen Lebenslagen erhoffen. Die Rune Ingus steht für eine Verbesserung deiner finanziellen Situation, aber auch für positive Veränderungen im Privatleben. Alle diese Glücksfälle hast du dir selbst zu verdanken. Sie sind die Früchte deiner harten Arbeit und Zielstrebigkeit. Wenn dir diese Rune den Weg in die Zukunft weist, hast du bislang alles richtig gemacht. Doch auch deine spirituelle Sicht auf das Übernatürliche und dein Glauben werden ein Upgrade erfahren. Auch hier verhält es sich so wie bei den anderen Erfolgen, die dir beschieden sind. Den Grundstein dafür hast du selbst gelegt. Nun wird es Zeit, die Ernte deiner Bemühungen einzufahren. Ingus erinnert uns daran, dass wir selbst unser Schicksal in die Hand nehmen. Worauf wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Energie lenken, dort wird der Erfolg auf uns warten. Solange wir uns selbst am Weg dorthin treu bleiben, wird sich an diesem kosmischen Gesetz nichts ändern. Nummer 2. Tibas, die Rune des Gottes Tür. Der senkrecht nach oben zeigende Pfeil ist eine der Götterrunen. Ihre Dynamik hält, was sie verspricht. Wenn du dich spontan zu dieser Rune hingezogen fühlst, verspricht dir diese Wahl das Einläuten eines neuen Zeitalters in deinem Leben. Du solltest auf große und vor allem großartige Veränderungen gefasst sein. Der Gott Tyr ist mit dem römischen Mars gleichzustellen, steht also auch für Wehrhaftigkeit und Widerstand. Mit diesem Zeichen im Gepäck kann dir jedes Vorhaben eigentlich nur gelingen. Sei jedoch nicht überrascht, wenn die Ereignisse sich überschlagen. Der steil nach oben zeigende Pfeil zählt zu den dynamischen Runen und wird in deinem Leben keinen Stein mehr auf dem anderen lassen. Das Festhalten an der Vergangenheit wird auch in der Vorstellungswelt der Runen-Orakel nicht für gut befunden. Wir müssen den Blick nach vorne richten, nicht zurück. Tibas ermutigt uns außerdem, längst überfällige Entscheidungen zu treffen. Nummer 3. Raidu, die Reise. Fühlst du dich zu diesem eher besonders hingezogen, wirst du Mut für Veränderungen brauchen. Diese Reise, die Raidu dir ankündigt, kann sowohl tatsächlich stattfinden, als auch nur spiritueller, mentaler oder emotionaler Art sein. Dein Bewusstsein wird in jedem Fall eine Veränderung erfahren und dein Horizont als Mensch wird sich deutlich erweitern. Diese Rune verspricht am Ende deines Weges jedoch auch die Erkenntnis, dass alles gut werden wird. Befindest du dich derzeit in einer Phase des Umbruchs oder der Unruhe, so wird sich dieser Lebensabschnitt bald zu deinen Gunsten gelegt haben. Ein wenig Durchhaltevermögen verlangt Raidu noch von dir. Dieses wird jedoch alsbald belohnt. Eine etwas andere Seite dieser Rune beschäftigt sich mit der Reise zu uns selbst. Hier kannst du dir dein inneres Kind als Ziel genauso vorstellen wie obsolete Glaubenssätze aus deiner Kindheit, die endlich abgestreift gehören. Jede Entwicklung ist positiv, die dich näher zu deinem wahren Selbst bringt. Nummer 4. Dagas, der Tag. Im Tarot steht dieses Runenzeichen für die Mäßigung.
Dagegen ist nichts einzuwenden, dass astrologisch mit dem Tierkreiszeichen des stolzen und souveränen Löwen einhergeht. Wenn du diese Rune gewählt hast, steht dir eine Ära der Stabilität und des Wohlstands bevor. Du wirst haushalten müssen und auch deine Kräfte ein wenig schonen. Doch mit Augenmaß und Verstand im Gepäck prophezeit dir Dagas einen bevorstehenden Lebensabschnitt der Ruhe und der Harmonie. Nutze diese Zeit unbedingt, um dich selbst besser kennenzulernen. Dagas lässt jeden Tag neu beginnen, so wie wir nicht ständig dieselben bleiben können. Jeder Tagesanbruch steht für einen persönlichen Durchbruch, neue Chancen und Möglichkeiten. Diese Rune garantiert dir außerdem den Schutz der Götter. Je nachdem, zu welcher religiösen Vorstellung du dich hingezogen fühlst, wachen Gott, das Universum oder eine andere höhere Macht verlässlich über dich. Das ist grundsätzlich immer so. Doch manchmal müssen wir Menschen eben daran erinnert werden. Nummer 5. Jera, der Jahreskreis. Zog dich diese Rune spontan in ihren Bann, bedeutet dies einen bevorstehenden Neuanfang für dich. Jera fordert uns Menschen dazu auf, mehr miteinander in Kontakt zu treten und die Gemeinschaft zu pflegen. Es kann durchaus sein, dass neue Bekanntschaften dein Leben schon bald bereichern werden. So wie das Jahr einem Kreislauf unterliegt, so ist auch unsere Existenz immer mit dem Wandel verbunden. Jera möchte, dass wir offen bleiben für unterschiedliche Perspektiven auf unser Dasein. Es wird im Leben immer wieder notwendig sein, eine Neubewertung durchzuführen. Da alles einem Kreislauf unterliegt, wird auch unsere innere Einstellung zu uns selbst und zu unserer Umwelt sich ändern. Es ist wichtig, dabei den Fokus auf das Gute nicht aus den Augen zu verlieren. Veränderung bedeutet, das Schlechte ist nicht von Dauer, aber das Gute eben leider auch nicht. Widme dich der Achtsamkeit und würdige das Schöne in deinem Leben mit jenem Respekt, den es verdient. Nummer 6. Algis, der Elch. Segen für Familie und Freundeskreis, kreative Schaffensprozesse und das Ende einer dunklen Periode im menschlichen Dasein verspricht die Rune Algis. Es kann gut sein, dass du dich, wenn sie dich spontan angesprochen hat, auf stürmische Zeiten in deinem Privatleben einstellen musst. Nicht alle Menschen meinen es immer gut mit uns und unseren Lieben. Doch der Schutz von oben und dein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten werden dir in jedem Fall hilfreich zur Seite stehen. Astrologisch wird Algis mit dem Mond gleichgestellt, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass unser menschliches Leben Phasen durchlaufen muss und niemals konstant bleibt. Diese Rune steht aber auch für die Verlässlichkeit aus den eigenen Reihen. Diejenigen, die uns immer schon den Rücken stärkten, werden dies auch weiterhin tun. Vorsicht hingegen ist bei Außenstehenden und neuen Bekanntschaften angezeigt. Algis ist immer ein Zeichen der Gemeinschaft und soziale Interaktion. Allerdings auch für die Schattenseiten davon. Unser heutiges Fazit: Jahrhundertealtes Wissen ohne Ablaufdatum. Das Erstellen eines Runenorakels erfordert natürlich schon einiges an Wissen. Die Wikinger richteten praktisch ihr gesamtes Leben nach der Botschaft dieser Steine oder Holzstücke aus. Vor jedem Raubzug, den sie planten, jeder Schlacht, aber auch in Liebesdingen wurden die Schamanen der Siedlungen nach einem Zeichen befragt. Runen stellen keine exakte Wissenschaft dar, doch sie repräsentieren eines auf jeden Fall. Der Schutz der höheren Mächte ist uns Menschen immer gewiss. Unabhängig von Zeitalter, Religion oder Wissensstand gibt es immer eine Instanz, die ihre schützende Hand über uns hält. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.